أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Die Zeitehe oder Mut'a ist ohne Zweifel eines der kontroversesten Themen und umstrittensten Themen in der islamischen Rechtsschule oder in der islamischen Schule zwischen den islamischen Rechtsschulen. Die Zeitehe hat sowohl einen historischen Kontext als auch einen aktuellen Bezug im Leben der Muslime. Und vor allem ist es einer der Hauptgründe oder Hauptangriffspunkte der Feinde der Rechtsschule der Ahlul Bayt, salatullahi wa salamu alayhim. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt ein Buch über Schiiten geschrieben wird oder ein Büchlein über Schiiten geschrieben wird oder ein Vortrag über Schiiten gehalten wird, einer der zentralen Angriffspunkte gegenüber der Rechtsschule der Ahlul Bayt ist ohne Zweifel die Zeitehe. Manche kommen und behaupten, die Zeitehe bei den Schiiten ist nichts anderes als eine legale Prostitution. Manch einer kommt und sagt, die Zeitehe wurde nur eingerichtet, damit die Männer dies und jenes machen können. Das heißt, wir haben sehr viele Vorurteile und Vorwürfe, denen wir uns stellen müssen. Als Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bayt werden wir damit konfrontiert, ohne Zweifel. Und sicherlich haben viele schon einige Erfahrungen damit machen müssen, indem sie speziell gegenüber sich diesem Punkt verteidigen mussten. Aber nicht nur Nicht-Schiiten greifen dieses Thema immer wieder auf als Vorwurf gegen die Rechtsschule der Ahlul Bayt. Nein, auch Schiiten selbst findet man immer wieder, dass es welche gibt, die sagen, diese Zeitehe verstehe ich nicht, was soll das, macht keinen Sinn, ist unnötig und so weiter und so fort. Und wir möchten mal heute wirklich schauen, inwiefern die Zeitehe ein göttliches Gebot ist oder inwiefern die andere Gruppierung mit ihren Vorurteilen oder Vorwürfen uns gegenüber Recht haben. Was ist die Zeitehe? Was ist Mut'a, wovon viele sprechen? Was genau haben wir darunter zu verstehen? Beispielsweise die Sunniten sagen, diese Zeitehe, ja, ihr habt recht, sie existierte zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, aber sie wurde danach abrogiert, das heißt aufgehoben, aufgelöst. Während die Rechtsschule der Ahlul Bayt sallallahu alaihi deutlich sagt, nein, die Zeitehe startete im Leben des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und hält an bis zum heutigen Tage und bis zum Tage des Gerichts. Daher möchten wir wirklich in dieser kurzen Zeit, die wir heute hier haben, herausfinden, was es mit der Zeitehe auf sich hat. Was haben wir darunter zu verstehen? Und vor allem in erster Linie, damit wir uns wehren können gegen die Vorwürfe, die gegen uns gerichtet sind, als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, aber auch damit wir dieses Prinzip selber verstehen. Und wie traurig ist es, und wie verletzend ist es eigentlich, wenn ein Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bayt kommt und sagt, diese Zeitehe ist unsinnig, schwachsinnig. Wenn man so etwas sagt, sollte man Respekt vor Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi hat dieses Prinzip eingeführt aufgrund eines göttlichen Gebotes. Was es genau bedeutet, was es damit auf sich hat, werden wir ausführlich inshallah heute diskutieren. Leider ist es aber auch so, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema mehr ein Tabuthema ist. Und dass dieses Thema wenig von den Gelehrten thematisiert wird oder angesprochen wird. Und das hat natürlich dann die Wirkung. Was passiert dann, wenn man wenig darüber weiß? Entweder die eigene Meinung wird zum Gesetz, das, was man sich selber denkt, das ist richtig, das verkaufe ich weiter. Oder aber man geht in die andere Richtung, sagt, das ist Schwachsinn, sowas existiert nicht, das ist Unsinn, hat gar keine Bedeutung. Das heißt, wir müssen diesen Tabu brechen. Es muss ein Tabubruch in diesem Thema geben. Der Islam kam, um jede Kleinigkeit im Leben des Menschen zu erläutern. Der Islam sagte sogar, mit welchem Fuß es mustahab ist, eine Moschee zu betreten. Und dann sollen wir so etwas nicht erklärt bekommen. Daher müssen wir in erster Linie dieses Thema ausführlich besprechen, damit wir es zum einen selber verstehen und damit, wenn wir uns diesen Angriffen gegenübergestellt werden, dass wir auch darauf gezielt antworten können. Was ist die Zeitehe und was sind ihre Beweise?
Weshalb ist es legitim, solch eine Form der Ehe zu praktizieren, gemäß unserer Rechtsschule und gemäß den anderen islamischen Rechtsschulen? Was es also genau damit auf sich hat? Und das möchten wir inshallah anhand folgender Schlüsselfragen machen. Wir stellen uns erstmal die Frage, die Zeitehe, hat es einen Fundament im Heiligen Koran? Wo finden wir das Prinzip der Zeitehe im Koran? Und gibt es Überlieferungen der Gefährten, dass sie diese praktiziert haben oder nicht? Zweitens, unter den Muslimen ist deutlich, dass die Zeitehe unter dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi begonnen hat. Wurde sie in seinen Lebzeiten abrogiert, das heißt aufgelöst, aufgehoben, als ungültig erklärt oder nicht? Wenn nicht, in seinen Lebzeiten, wer hat nach dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi die Zeitehe als ungültig erklärt? Wer war das? Und wie hat der Sohn dieser Person auf dieses Verbot reagiert? Viertens, wir stellen uns die Frage, wie haben die Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, uns aufgetragen, wie wir mit der Zeitehe umgehen? Und wie wichtig ist es, dieses Prinzip nicht zu missbrauchen? Fünftens, wir stellen uns die Frage, gibt es in anderen islamischen Rechtsschulen ein Äquivalent zur Zeitehe? Das heißt, gibt es in anderen islamischen Rechtsschulen Formen der Ehe, die ähnlich sind zur Zeitehe in der Rechtsschule der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim? Und als zu guter Letzt, was ist der Unterschied zwischen der Zeitehe und der Dauerehe und was sind die Vor- und Nachteile dieser Eheschließung? Kommen wir zur ersten Frage. Wenn euch jemand fragt, wo finden wir das Prinzip der Zeitehe im Heiligen Koran? Was antworten wir? Wir sagen, eindeutig steht es im Heiligen Koran in Sura 4. Wer weiß, was Sura 4 ist? Surat al-Nisa, richtig, die Sura der Frauen. Und es, Klammer auf, es gibt ein ganz einfaches Prinzip, wie man sich Surennamen merkt. Das werden wir am Samstag erläutern. Bei Surat al-Nisa ist es beispielsweise so, wie viele Frauen darf der Mann heiraten? 4, Surat al-Nisa, Frauen 4. Man verbindet quasi die Zahl und den Titel der Sura. Das ist ein Prinzip, wie man sich Surennamen merken kann. Oder Surat al-Kahf. Wer weiß, welche Nummer Surat al-Kahf ist? 18, richtig. Wieso? Surat al-Kahf, Kahf heißt was? Höhle, richtig? Mit 18 ist es doch so, dass man aus der Höhle der Eltern rausgeht und frei wird, volljährig wird. Beispiele, mit denen man sich das aber einprägen kann. Surah 18, Kahf. Ich wette, dass jeder von euch jetzt weiß, Surah 18 ist Surat al-Kahf, weil er dieses Bild vor Augen dann hat. Oder Surat al-Nahl, Surah der Biene. Welche Nummer? Wer weiß es? Surat al-Nahl? 16, richtig. Nahl, was machen Nahl? Was machen Bienen? Honig. Honig ist süß. Sweet 16. Kennt ihr das? Merkt man sich gut. Sweet 16, 16, Honig, Biene. So merkt man sich das. So hat man eine Verbindung im Kopf quasi dargestellt. Aber die weiteren Geheimnisse der Suren erkläre ich euch inshallah dann, wenn es soweit ist. Wir sagen eindeutig in Sura 4, Sura Tinnisa, Vers Nummer 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Surat al-Nisa erstmal generell spricht über viele Angelegenheiten der Frau. Es spricht viel über viele Angelegenheiten der Heirat, dass Mann und Frau aus einer Seele erschaffen wurden, was die Urteile bezüglich des Erbes einer Frau sind, über beispielsweise die Rechte der Frauen, wie viele Frauen der Mann heiraten darf. Und hier machen wir noch eine Klammer auf, tut mir leid für die vielen Klammern, aber das ist inshallah die letzte, weil das auch ein wichtiger Punkt ist, der mir gerade einfällt. Viele sind verwirrt mit diesem scheinbaren Widerspruch, wo es auf der einen Seite im Koran heißt, und heiratet eine, zwei oder drei oder vier, ja, aber mit der Voraussetzung, man muss sie gerecht behandeln können. Und später danach folgt der Zusatz, aber ihr werdet sie niemals gerecht behandeln können. Jetzt mag einer sagen, der Koran sagt doch selber, wir werden sie niemals gerecht behandeln können. Wie können wir also ein, zwei, drei oder vier Frauen heiraten? Die Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, sagen, diese Gleichnis, wenn man vier heiraten will, bezieht sich auf finanzielle und diese Aspekte, dass man diese gleich behandelt. Man darf beispielsweise einer Frau nicht 50 Euro monatlich geben und der anderen 500. In der Hinsicht muss man sie gleich behandeln. Wie wird man sie nicht gleich behandeln können? Emotional oder aus Liebe heraus. Man kann nicht sagen,
meine erste Frau liebe ich zu 25%, die andere zu 32,78%, die andere zu 40,59%. Das geht nicht. Hier kann man sie nicht alle gleich lieben. Das ist das, was im Koran erläutert wird, also was die Überlieferungen besagen, Klammer zu an dieser Stelle. Surat al-Nisa spricht also über die Frauen, über die Urteile der Frau, über die Rechte der Frau, über Heiratsangelegenheiten, wen man heiraten darf, wen man nicht heiraten darf. Beispielsweise wird erwähnt, und heiraten dürft ihr nicht, beispielsweise die Schwester, die Mutter, die Stiefmutter beispielsweise. Wieso? Weil damals in der arabischen Jahiliyyah-Zeit war es üblich, dass wenn der Vater eine Frau geheiratet hat, also die Stiefmutter, wenn der Vater stirbt, dass der Sohn die Stiefmutter geheiratet hat. Der Koran ist gekommen und hat gesagt, nein, das ist ab sofort verboten, bis wir zum Vers 24 kommen, worum es geht, wen man heiraten darf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِضَةً. Wenn man es übersetzen würde, so würde es lauten, welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gebt ihren Lohn als Pflichtteil. Istimta', wir kommen gleich zum Wortlaut, Istimta' kann man auch mit Genuss übersetzen. Also man könnte auch sagen Genussehe quasi. Wir kommen aber zum Wortlaut, genau was es genau bedeutet. Das Interessante ist, wenn wir uns jetzt diesen Vers anschauen, ich wiederhole nochmal, Sura 4, Vers 24. Wenn euch jemand fragt, wo ist das Prinzip von Mut'a im Koran, sagt ihr Sura 4, Vers 24. Jetzt kommen wir mal und schauen uns die sunnitischen Interpretationen dieses Verses an. Az-Zamakhshari und Fakhrur Razi, zwei der größten sunnitischen Koran-Exegesen. Zamakhshari und Fakhrur Razi, fragt in der sunnitischen Welt nach, zwei der größten Koran-Exegesen. Wenn sie zu diesem Vers kommen, was schreiben sie als Erläuterung in Klammern dazu? Sie schreiben zu diesem Vers, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Was heißt das? Das heißt, und das, was ihr und welche von ihnen ihr dann genossen habt, in Klammern, für eine bestimmte Zeit. Denen gebt ihren Lohn als Pflichtteil. Erstens also, wir sind nicht die Einzigen. Die Rechtsschule der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, sind nicht die Einzigen, die sagen, dieser Vers bezieht sich auf die Zeitehe. Nämlich eine Ehe, die für eine bestimmte Zeit geschlossen wird. Die sunnitischen Interpretatoren und Exegesen sind da eindeutig und setzen als Erklärung dieser Klammer illa ajalin musamma. Musamma heißt bestimmt, bis zu einer bestimmten Zeit. Istimta, wie wir gesagt haben, weil der Koran benutzt dieses Wort. Wenn jemand sagt Mut'a, wo ist dieses Wort oder eines seiner Derivate im Koran zu finden? Wir sagen in dieser Sura, famastamta'tum. Istimta kann man mit Genuss übersetzen. Wieso? Wieso benutzt der Koran dieses Wort? Wir sind uns alle einig, dass der Koran und dass Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen in ihrer Sprache spricht. Wenn der Koran eine Sura oder eine Begebenheit herabsendet, dann spricht er in der Sprache dieser Menschen zu ihnen. Viele von uns wissen gar nicht, dass das Prinzip der Zeitehe bereits vor dem Gesandten Gottes existiert hat. Die Menschen, also alle Menschen in Arabien, wenn ihr sie gefragt hättet, vor dem Propheten, was ist Mut'a, was ist Istimta, die Ehe des Istimta, sie hätten dann genau gewusst, das ist eine Genussehe, eine Ehe, die auch für eine bestimmte Zeit geschlossen wird. Deshalb kam der Koran und hat gesagt, diese Ehe, die ihr bereits kennt, die ihr Istimta nennt oder Mut'a nennt, diese Ehe wird jetzt umgewandelt und sie bekommt diese und jene Urteile. Sie bekommt jetzt diese und jene Urteile und Grenzen und Richtlinien, an die ihr euch halten müsst. Das heißt, hätten wir jetzt die Araber damals gefragt, worüber spricht Vers 24 in Sura 4? Sie hätten gesagt, über die Zeitehe. Es hat uns erklärt, wie wir die Zeitehe nun in Wirklichkeit verwenden müssen. Wenn wir die Sahaba des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alle, befragen würden, was meint der Heilige Koran in Sura 4, Vers 24? Ali ibn Abi Talib würde sagen, es ist der Vers über Mut'a. Ibn Abbas würde sagen, es ist der Vers über Mut'a. Abdullah ibn Mas'ud würde sagen, es ist der Vers über Mut'a. Ubay ibn Ka'ab würde sagen, es ist der Vers über Mut'a. Alle Gefährten, wenn man sie fragen würde zur Lebzeit des Propheten, worauf bezieht sich dieser Vers? Sie würden sagen, dieser Vers bezieht sich auf die Zeitehe. Und auch die Sahaba die nächste Generation der Sahaba, weiß jemand, wie man sie nennt?
erstmal haben wir die Sahaba, die nächste Generation, die danach kommt. At-Tabi'in. Hat jemand davon was gehört? At-Tabi'in sind diejenigen, die Generation nach den Sahaba. Auch da waren sie sich einig, das ist die Form der Zeit-Ehe, die hier angesprochen wird. Aber was ist der deutlichste Beweis, den wir haben, beziehungsweise in den anderen Rechtsschulen bezüglich der Zeit-Ehe? Hier ziehen wir das Werk Sahih Muslim heran. Wie wir wissen, unsere sunnitischen Geschwister haben verschiedene Sahih-Bücher. Und zwei der größten oder authentischsten dieser Bücher sind ohne Zweifel Sahih Muslim und Sahih Bukhari. Und dort finden wir eine Überlieferung bzw. drei Berichte von drei großen Gefährten. Einmal Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radhiyallahu ta'ala alayh, dann Salama und Abdullah ibn Mas'ud. Deswegen, wenn jemand zu euch kommt und sagt, dieses Mut'a, dieser Unsinn, woher habt ihr das? Langsam, hol mir Sahih Muslim, schlag das Kapitel über Heirat auf, Bab al-Nikah, und dort ein Unterkapitel, Mut'a, Ehe. Steht direkt so da drin. Was lesen wir in diesem Buch als Beweis oder als Begründung, wieso diese Zeitehe ins Leben gerufen wurde? In Sahih Muslim, kein schiitisches Werk. In Sahih Muslim. Und hier sage ich schon mal im Voraus Entschuldigung, wenn ich einige Worte jetzt erwähne, die vielleicht nicht unbedingt auf dem Minbar gehören, aber der Prophet sagt, im Islam gibt es keine Scham und wir wollen letztendlich etwas dazulernen. Weil dieses Tabu hat dazu geführt, die Gelehrten haben es nicht angesprochen, keiner von uns weiß in Wirklichkeit, was es genau ist. Und deswegen kommen die Wahhabiten und Salafiten und greifen uns damit an und wir haben gar keine Ahnung, um was es hier überhaupt geht. Deswegen verzeiht mir, wenn ich einige Worte sage, aber so steht es in der Überlieferung drin. Die Überlieferung berichtet, dass die Gefährten auf einer Exkursion mit dem Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waren. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sie waren auf einer Exkursion mit dem Gesandten Gottes, salatullahi wassalamu alayhi. Dann kamen die Gefährten und fragten den Gesandten Gottes. Sie sagten, o Gesandter Gottes, unser Verlangen wird immer größer und größer. O Gesandter Gottes, ist es erlaubt, dass wir uns selbst befriedigen? Ist das erlaubt? Und der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi sagte, nein, dies ist im Islam verboten, aber euch erlaubt ist die Ehe des Istimta', also die Mut'a-Ehe, die Zeit-Ehe, die euch erlaubt ist. Daher Jabir ibn Abdullah al-Ansari sagte daraufhin, uns wurde die Ehe von Mut'a erlaubt für eine bestimmte Zeit. Ja, das ist eine Überlieferung, die wir so in Sahih Muslim direkt finden, falls jemand fragt, wo kommt das überhaupt her? Und es gibt, wie gesagt, niemanden auf dieser Welt oder kein Muslim auf dieser Welt, der anzweifelt, dass die Zeit-Ehe zur Lebzeit des Gesandten Gottes existiert hat oder dass der Prophet sie erlaubt hat. Wo fangen jetzt die Unterschiede an? Die anderen Rechtsschulen sagen, diese Zeit-Ehe wurde aber später abrogiert. Abrogiert, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es wurde aufgehoben. Der Prophet hat es erstmal erlaubt, aber nach einer bestimmten Zeit wieder aufgehoben. Die Rechtsschule der Ahl-Bayt sagt, nein, diese ist gültig bis zum Tage der Auferstehung. Wieso? Halalu Muhammad, halalun ila yawm al-Qiyama, wa haramu Muhammad, haramun ila yawm al-Qiyama. Das Erlaubte Muhammads ist erlaubt bis zum Tage des Gerichts und das Verbotene Muhammads ist verboten bis zum Tage des Gerichts. Was sind aber die Argumente, wieso es abrogiert wurde? Sie sagen, ganz einfach, der Heilige Koran selbst in Sura 23, ich werde das jetzt immer machen, und ihr müsst mir sagen, welche Nummer das ist. Sura 23. Surat al-Mu'minun. Ahsant, richtig. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sie sagen in Sura 23, Surat al-Mu'minun, heißt es in Vers Nummer 5, Bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ. Übersetzt, und denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Sie sagen, dieser Vers ist eindeutig, außer ihren Gattinnen, Mut'a wurde also aufgehoben. Und jetzt schaut, wie wichtig es ist, sich mit Ulumul Quran auseinanderzusetzen, nicht mit dem Tafsir. Tafsir ist genauso wichtig, aber genauso wichtig sind auch die Koranwissenschaften. Wieso? Weil mit den Koranwissenschaften können wir dieses Argument widerlegen. Frage,
Wann wurde Surat al-Mu'minun herabgesandt? Oder in Mekka oder in Medina? Wer weiß es? In Mekka, ahsant. Wann kam Surat al-Nisa mit dem Gebot der Zeitehe? In Medina. Frage, wie soll eine Sura, die in Mekka herabgesandt wurde, etwas abrogieren, was später in Medina herabgesandt wurde? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war zu Beginn 10 Jahre in Mekka und danach 13 Jahre in Medina. Surat al-Mu'minun ist in Mekka herabgesandt worden. Surat al-Nisa ist zu Beginn seiner Zeit in Medina herabgesandt worden. Wie soll also eine Sura, die in Mekka herabgesandt wurde, etwas abrogieren, was noch gar nicht existiert? Erstens, manche sind clever. Sie sagen, nein, ja, ihr habt recht. Aber diesen Vers finden wir auch in Surat al-Nisa wieder. In Surat al-Nisa gibt es auch einen ähnlichen Vers. Wir sagen, okay, wann ist denn gemäß eurer Ansicht die früheste Aufhebung der Zeitehe? Wann wurde die Zeitehe frühestens nach der Hijra aufgehoben? Die früheste Aufhebung der Zeitehe gemäß der sunnitischen Rechtsschule ist im Jahre 7 nach der Hijra. Surat al-Nisa ist zu Beginn von Medina herabgesandt worden. Das heißt, es ist gar nicht möglich. Das zum einen. Zum anderen, andere Überlieferungen sagen, nein, nicht 7 nach der Hijra, 8 nach der Hijra. Andere sagen, nein, nicht im Jahre 8 nach der Hijra, im Jahre 9 nach der Hijra. Andere sagen, nein, 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 ihr habt alle keine Ahnung, nicht im Jahre 9, 8 oder 7, im Jahre 10 nach der Hijra. Was denn nun? Und ein Indiz dafür, dass dies nicht zur Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam abrogiert wurde, sind diese ganzen Unstimmigkeiten, die wir hier haben. Weiterhin können wir beweisen, sie sagen, Ibn Abbas, einer der großen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat es abgelehnt, beziehungsweise hat gesagt, es wurde abrogiert. Wir können sagen, Ibn Abbas, schauen wir uns die Überlieferung an. Ibn Abbas, selbst nach dem Tod des Propheten, hat gesagt, Mut'a ist erlaubt. Eine ganz bekannte Überlieferung über Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair war der Sohn von Zubair und Talha, ihr wisst, in der Kamelschlacht, die auf der Seite Aishas waren, gegen den Fürsten der Gläubigen. Abdullah ibn Zubair hat einmal eines Tages gerufen, wo ist dieser blinde Mann? Ja, Ibn Abbas war gegen Ende seines Lebens erblindet. Er sagte, wo ist dieser blinde Mann? Wo ist dieser Mann, der von sich aus Rechtsurteile erstellt? Wo ist dieser Mann, der die Schatztruhe der Muslime verwaltet? Wo ist dieser Mann, der gegen meine Tante gekämpft hat zu Lebzeiten von Ali ibn Abi Talib? Wo ist dieser Mann, der immer noch sagt, Mut'a wäre erlaubt? Ibn Abbas hörte, die Nachrichten kamen zu ihm. Er sagte, bringt mich zu Abdullah ibn Zubair. Die Menschen brachten ihn zu Abdullah ibn Zubair und er sagte, oh Abdullah, was du sagst über meine Blindheit, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, blind sind nicht ihre Augen, sondern die wahre Blindheit ist die Blindheit des Herzens. La ta'amal absar, walakin ta'amal uyun, walakin ta'amal qulub allati fis sudur. Nicht blind sind ihre Augen, sondern blind sind die Herzen in deren Brust. Erstens. Und was du behauptest, ich erstelle Urteile, diese Urteile, die ich erstelle, weder du noch deinesgleichen können diese verstehen. Und was die Schatztruhe der Muslime angeht, aus dieser Schatztruhe der Muslime gebe ich den Armen und Waisen, die davon benötigen. Und was du sagst, dass ich die Mutter der Gläubigen bekämpft habe, sie hat, oder Talha und Zubair haben sie unterstützt in der Fitna gegen Ali ibn Abi Talib. Und jetzt? Und was du über Mut'a sagst, es wäre verboten, geh und frag deine Mutter, wie du geboren wurdest, dann wirst du wissen, ob es erlaubt ist oder nicht. Dieser Abdullah ibn Zubair übrigens, das geschah schon einige Male mit ihm. Dieser Abdullah ibn Zubair, kennt ihr diese Menschen, die immer versuchen, so stolz und arrogant zu sein und versuchen, den anderen fertig zu machen, aber dann kommt ein Satz und das wird tausendfach in sein Gesicht zurückgeschmettert. Abdullah ibn Zubair ist so eine Person. Eine andere Begebenheit, wo ihm ebenfalls sowas passiert ist, war mit Adi ibn Hatim bei Muawiyah. Das hatte ich hier, glaube ich, einmal erwähnt. Abdullah ibn Zubair war einmal bei Muawiyah und Adi ibn Hatim, das war ein großer Gefährte von Imam Amir al-Mu'minin, war ebenfalls da. Und dieser Abdullah ibn Zubair dachte wieder, er kann ihn fertig machen quasi. Er sagt, oh Adi, wo war dein Fürst der Gläubigen in der Kamelschlacht, als du dein Auge verloren hast? Wo war er, um dich zu beschützen? Und Adi ibn Hatim wandte sich zu ihm und sagte, dieses Auge habe ich verloren, als ich deinen Vater in dieser Schlacht bekämpft habe und er vor mir weggerannt ist. Ja, das heißt, manche Personen sind da, die versuchen arrogant und rau zu sein, aber sie kriegen es zehnfach zurückgeschmettert quasi.
Dieser Abdullah ibn Zubair, als er das von Ibn Abbas gehört hat, er ging zu seiner Mutter, er sagte, Mutter, Mutter, Ibn Abbas hat das und jenes gesagt. Und sie sagte, wie oft habe ich dir schon gesagt, leg dich nicht mit Bani Hashim an, mit Bani Hashim oder ihren Freunden und Bekannten, denn sie wissen alles über uns. Leg dich nicht mit ihnen an, sei einfach ruhig. Oder aber sie kommen und sagen, in euren Werken steht doch selber Ali ibn Abi Talib, ja, das ist auch eine ganz bekannte Geschichte. Ali ibn Abi Talib war es doch, der Mut'a verboten hat in der Khaybar-Schlacht. Ja, manche von euch kennen vielleicht diese Überlieferung oder sind damit konfrontiert worden in einer Diskussion. Es heißt in einer Überlieferung beispielsweise, Ali ibn Abi Talib hat am Tage von Khaybar Eselfleisch und die Mut'a und Knoblauch verboten. Wir sagen, diese Verbote waren für eine temporäre Zeit, genau für diese Schlacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wir sind jetzt in der Schlacht von Khaybar, vergesst diese Angelegenheit, vergesst die Zeit ihr jetzt. Wir sind hier in der Schlacht erstmal. Ansonsten, wenn wir sagen, das wäre ein dauerhafter Verbot gewesen, dann wäre Knoblauch immer noch verboten quasi. Und dann hätten wir alle ein Problem, wenn wir zum nächsten Döner gehen, Knoblauchsoße ist nicht mehr, dann sind wir alle Kuffar. Oder beim Iftar im nächsten Ramadan, wenn da überall Knoblauch ist, dürfen wir auch nicht mehr essen. Das waren temporäre Verbote. Daher existiert ein Konsens darüber, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi, war Mut'a erlaubt. Zur Zeit des ersten Khalifen Abu Bakr war Mut'a erlaubt. Wer hat die Zeitehe verboten? Ohne Zweifel und anhand der sunnitischen Bücher eindeutig zu beweisen und zu belegen, das war der zweite Khalif, Umar ibn al-Khattab. Eindeutig, ohne Schmeicheleien, es war der zweite Khalif, der es verboten hat. Und das ist übrigens nicht das erste Mal, dass etwas vom zweiten Khalifen verändert wurde. Wir haben die Tarawih-Gebete beispielsweise. Wir haben As-Salat Khairun Minan Naum. Wir haben das Verschränken der Arme und so weiter. Also es gab schon einige Änderungen, die durchgeführt wurden. Und nicht nur wir sagen das. Nein, auch die Gegenseite stimmt damit überein. Sie sagen aber, nein, es ist eine gute Bid'a gewesen. Es ist eine gute Erneuerung gewesen. Das ist so, als würde jemand zu dir Alkohol bringen, sagen, trink diesen Alkohol. Und er sagt dir, nein, ich trinke doch keinen Alkohol. Er sagt, nein, nein, es ist guter Alkohol, trink ihn. Alkohol ist Alkohol, Bid'a ist Bid'a, Erneuerung ist Erneuerung. Und ihr selber sagt, inne fi kulli bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fin nar. Und um ehrlich zu sein, diese Überlieferung habe ich auswendig gelernt, weil die Sunniten mir das immer wieder, also nicht Sunniten, aber die Wahhabiten das immer wieder in den Kopf geworfen haben. Inne fi kulli bid'atin dhalala, in jeder Erneuerung gibt es Irreleitung. Und jede Irreleitung endet im Feuer. Wie kann dann etwas als gute Bid'a bezeichnet werden? Das ist wirklich mal eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Also, erstens, Ibn Abbas sagt also eindeutig, Mut'a war erlaubt zur Lebzeit des Gesandten Gottes und danach. Auch in den sunnitischen Werken finden wir, dass der zweite Khalif derjenige war, der die Zeitehe verboten hat. Wo? Auch hier haben wir große sunnitische Gelehrte und Koranexegesen, die das in aller Deutlichkeit bestätigen. Tafsir al-Kabir von Al-Fakhr al-Razi, wieder der große Koran-Exegese, er führt folgende Überlieferung auf. Er sagt, Omar sagte, zwei Arten der Zeitehe waren legal zur Zeit des Propheten und ich verbiete sie beide. Und ich bestrafe jene, die sie begehen. Dies ist zum einen die Zeitehe der Pilgerfahrt und die allgemeine Zeitehe. Diese Überlieferung finden wir von Al-Fakhr al-Razi und im Werk Musnad Ahmad bin Hanbal. Weiterhin, eine weitere Überlieferung von Malik ibn Anas und von Al-Shafi'i wird dies ebenfalls überliefert, wieso der zweite Khalif die Zeitehe verboten hat. Jetzt sehen wir mal, was die Gründe dafür sind. Er sagte, Rabi'a ibn Umayyah praktizierte die Zeitehe mit einer Frau und die Frau wurde schwanger durch ihn. Ja, also eine Person hat eine Zeitehe mit einer Frau gemacht, die Frau wurde schwanger durch ihn. Omar hat dies erfahren. Er wurde zornig und sagte, hätte ich das Verbot zu der Zeitehe früher als jetzt verhängt, so würde ich ihn steinigen lassen. Ja, das heißt, es schien, dass dieses Verbot, dass diese Begebenheit vor dem Verbot von Omar lag, weil er gesagt hat, hätte ich es zuvor verboten, ich hätte ihn jetzt steinigen lassen deswegen. Erstmal, wenn oder beziehungsweise was die Regeln und Regularien angeht, wenn ein Mann und eine Frau eine Zeit schließen und daraus ein Kind entsteht, der Mann ist verantwortlich für dieses Kind. Wer sagt, dass er das Kind und die Frau einfach so verlassen kann und er muss sich nicht um das Kind kümmern? Das ist kein legitimer Grund, beispielsweise direkt die Zeit zu verbieten aufgrund dessen.
Die Zeit-Ehe hat strikte Bedingungen, hat strikte Voraussetzungen. Ist nicht so, dass einfach jemand kommt kann, Zeit-Ehe machen kann und das war's. Nein, es hat strikte Bedingungen und Voraussetzungen, die wir inshallah erläutern werden. Das heißt, was hier geschehen ist, zur Zeit des zweiten Khalifen ist ein Ijtihad gegen Nass. Ein ganz eindeutiger Ijtihad gegen Nass. Was bedeutet das? Das bedeutet, hier fand eine Meinungsänderung oder eine Änderung statt gegenüber etwas, was unzweifelhaft ist. Der Koran ist Nass. Der Koran ist unzweifelhaft. Und es steht eindeutig im Koran etwas drin. Jemand kommt und sagt, nein, es ist nicht so. Das ist so, als würde jemand kommen und sagen beispielsweise, das Gebet ist nicht Pflicht. Wenn jetzt beispielsweise morgen ein Marja kommt und einen riesen Turban und weißen Bart und er sagt, ich habe 50 Jahre in der Hausa studiert, ich habe herausgefunden, Gebet ist gar nicht Pflicht. Da würden wir sagen, Sayyid, aber geh nochmal studieren bitte. Oder lies den Koran wenigstens. Das ist nämlich Ijtihad gegen Nass. Nass ist der koranische Text, wo etwas eindeutig und ohne Zweifel hervorgeht. Jetzt kann keiner kommen und sagen, nein, das ist nicht so. Oder ich widerspreche dem. Das ist Ijtihad gegen Nass. Daher, Tabari berichtet, dass im Jahre 23 nach der Hijra eine Person namens Imran ibn Sawada zu dem zweiten Khalifen Umar ibn al-Khattab kam. Und er sagte zu ihm, O Umar, die Menschen beklagen sich über dich. Er sagte, wie, was ist los? Er sagte, wie kannst du etwas verbieten, was der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, erlaubt hat? Und er sagte, nein, das war nur ein Notfall zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi, aber in meiner Zeit sehe ich keinen Bedürfnis oder keine Notwendigkeit dafür, deshalb verbiete ich es. Und hier stellt sich wirklich die Frage, wer ist der Prophet eigentlich? Wer ist der Prophet? Auf wen hören wir? Wessen Sunna befolgen wir? Und daher, als man den Sohn von Umar ibn al-Khattab, nämlich Abdullah ibn Umar, als man ihn befragte über die Zeitehe, nämlich auch diese Überlieferung finden wir in Sahih al-Tirmidhi und Tafsir al-Qurtubi. Jemand fragte Abdullah ibn Umar über die Zeitehe und er antwortete, sie ist erlaubt, sie ist halal. Und daraufhin sagte man zu ihm, O Abdullah, dein Vater hat es doch verboten. Und er sagte, glaubst du, dass mein Vater verbieten kann, was der Prophet erlaubte? Soll ich dem folgen, was mein Vater sagt, oder dem, was der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi gesagt hat? Und der Mann antwortete, natürlich dem, was der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alaihi gesagt hat. Das sind alles sunnitische Werke. Nichts davon ist ein schiitisches Werk. Wenn also jemand zu euch kommt und sagt, ihr Schiiten habt diese Zeit, ihr Schiiten habt diese Mutter, ihr Schiiten glaubt an diesen Blödsinn, sag, Habibi, schau deine eigenen Bücher an. Alles, was wir sagen, können wir aus deinen Büchern beweisen. Wirf uns nicht etwas vor, woran eure Bücher es selbst bestätigen. Ja, und das ist übrigens kein Einzelfall. Viele Angelegenheiten, an die wir glauben, finden wir in den Büchern der Ahlus Sunnah wal Jama'a wieder. Die Überlieferung über Hadith al-Thaqalain. Und wir wollen gar nicht erst diese Tür aufmachen. Ihr wisst genau, dass da sehr viele Sachen dann hervorkommen. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Weiterhin ebenfalls eine Überlieferung in den sunnitischen Werken, die in 7 verschiedenen Werken auftaucht. Eine Überlieferung über den Fürsten der Gläubigen, salatullahi wasalamu alayhi, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, der natürlich in diesem Werk mit radiyallahu anhu betitelt wird. Er sagte, die Mut'a ist eine Gnade von Allah an seine Diener. Wäre es nicht aufgrund des Verbotes durch Umar, würde niemand die Sünde der Unzucht begehen, außer den Schlimmsten. Wäre es nicht aufgrund des Verbotes durch Umar, würde niemand Sinner begehen, außer die Schlimmsten. Die Überlieferung finden wir in Tafsir al-Kabir von Tha'labi, von Fakhr al-Razi, von Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Durr al-Manthur von al-Suyuti, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir ibn Hayyan und Tafsir al-Nisaburi. All das sind sunnitische, große, authentische Werke, wo diese Überlieferung zu finden ist. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran, dass der Verbot der Zeitehe in der Zeit des zweiten Kalifen Umar ibn al-Khattab stattgefunden hat. Keinerlei Zweifel darüber. Deshalb, wenn jemand so etwas fragt, dann wisst ihr genau, wie man darauf antwortet. Jetzt kommt es immer wieder vor, dass die Salafiten, dass die Wahhabiten, und wir trennen hier nochmal deutlich, ja, damit keine Missverständnisse entstehen, die Sunniten und die Wahhabiten sind zwei verschiedene Gruppierungen. Auch wenn die Wahhabiten sagen, wir sind Sunniten, wir trennen deutlich. Und wir haben das schon, glaube ich, hier einige Male erwähnt.
Nämlich die Wahhabiten, die Salafisten haben den umayyadischen Islam als Basis. Die Sunniten, die gemäßigten Sunniten haben einen anderen Islam zur Basis als die Salafisten, als die Wahhabiten. Das nochmal in Klammern, damit hier keine Verwechslung vorkommt. Das heißt, wenn wir so etwas erwähnen, wir meinen nicht die ganzen Sunniten auf dieser Welt, nein, wir meinen diese spezielle Gruppierung, die auf die Feindschaft der Ahlul Bayt gegründet ist. Ich sage nicht, dass sie alle diesen Hass in sich tragen, aber sie tragen diesen Hass zu den Anhängern der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alaihim. Deswegen haben sie auch keine Furcht davon, die Menschen im Irak allesamt in die Luft zu sprengen, in Syrien, Hauptsache Schiiten töten. Das ist das, was sie quasi erfüllt. Sie kommen und sagen, diese Menschen kommen und sagen, ihr und eure Zeitehe, das ist nichts anderes als Zina, als Prostitution, als legale Prostitution. Diesen Vorwurf haben wir schon öfters gehört. Wir sagen Stopp. Bei Zina denkt niemand über Allah subhanahu wa ta'ala nach. Bei Zina denkt niemand darüber nach, dass man der Frau eine Brautgabe geben muss. Bei Zina denkt niemand darüber nach, dass die Frau danach eine Idda, eine Wartezeit hat. Bei Zina denkt niemand darüber nach, dass wenn sie Jungfrau ist, wir Erlaubnis vom Vater haben müssen. Wie kann man also diese beiden Sachen miteinander vergleichen? Dass Mut'a, dass die Zeitehe eine Form der Eheschließung im Islam gleichzusetzen ist mit Zina oder mit Prostitution. Und daher, die Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, haben in diesem Punkt auf vielerlei Sachen aufmerksam gemacht und ihren Schiiten etwas mitgegeben. Hier kann sich zeigen, wer wirklich ein Schiite ist. Indem wir schauen, wie er auf diese Worte der Ahlul Bayt alaihimussalam hört oder nicht. Sie haben eindeutig klar gemacht, missbraucht diese Sache nicht. Bevor wir erstmal dazu kommen, noch ein Aspekt, der ebenfalls öfters erwähnt wird, was mir gerade eingefallen ist. Nämlich, in Diskussionen mit Salafisten kommt es immer wieder vor, dass einer sagt, glaubst du an Mut'a? Und wir sagen, ja, es ist eine legitime Form der Eheschließung. Wenn es so ist, dann was würdest du sagen, wenn ich dann deine Schwester nehmen würde? Oder gibst du mir deine Schwester zur Zeitehe? Das kommt wirklich sehr oft vor. Und das gab es auch zur Zeit der Imame der Ahlul Bayt, dass sie mit sowas konfrontiert wurden. Wir sagen hier erstens, ich bin nicht der Wali über meine Schwester. Wenn du meine Schwester heiraten willst oder Zeitehe machen willst, geh zum Vater. Und sag meinem Vater das und dann schaust, was für eine Antwort du von ihm bekommst. Vor allem, wenn es ein libanesischer Vater ist, geh mal zu ihm und dann schau dir mal seine Antwort an. Ja, erstens. Zweitens, es hat Bedingungen, es hat Urteile, es hat Regularien, wie das Ganze stattzufinden hat. Und deswegen haben die Imame der Ahlul Bayt so sehr darauf beharrt, nutzt diese Sachen nicht aus. Imam al-Sadiq, salatullahi wassalamu alayhi, beispielsweise, wieso hat er das gesagt? Weil es gab dann viele Leute, viele Anhänger der Ahlul Bayt, die dann rechts und links Zeit ihr hier, Zeit ihr dort, hin und her, überall Zeit ihr gemacht haben. Mit jeder Person. Weil sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nur eine Zeit festlegen, ihr eine Brautgabe geben und schon kann man machen. Imam Sadiq, salawatullahi wassalamu alayhi, sagte, macht keine Zeitehe mit denjenigen Frauen, die für Sinner bekannt sind. Macht das nicht. Das ist euch nicht erlaubt. Ja, indem er sagte, geht keine Zeitehe mit Frauen ein, die bekannt sind für Sinner. Und jetzt mag man sich die Frage stellen, wie weiß ich, ob eine Frau bekannt ist für Sinner oder nicht? Imam Sadiq alayhi salam sagt deutlich, eine Frau, die bekannt ist für Sinner, ihr erkennt sie dadurch, dass es ihr egal ist, ob ihr Zeit ihr macht oder nicht. Ganz eindeutig. Wenn es eine Frau ist, der es egal ist, ob meine Zeit ihr macht oder nicht, ist egal. Imam Sadiq alayhi salam warnt vor so etwas und sagt, nein, in dem Fall ist das nicht erlaubt. Also, die Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, haben deutlich gemacht, dass man dieses Prinzip oder diese Eheschließung nicht ausnutzen darf. Und genauso bin ich wirklich froh, dass es heutzutage Gelehrte gibt, die auf einen wesentlichen Aspekt aufmerksam gemacht haben, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, den ich zuvor nicht gefunden habe, aber jetzt unter manchen Gelehrten wird dieser Aspekt verstärkt. Nämlich, manche Männer sind verheiratet. Und dann findet man diejenigen, dass sie mal hier und mal dort nebenbei Mut'a machen, Zeitehe. Wenn man sie fragt, ist doch erlaubt. Ist doch erlaubt, ich bin ein Mann, ich darf das, ist doch erlaubt. Manche Gelehrte kommen genau zu diesem Punkt. Sie sagen, du Mann, der du verheiratet bist und du nennst dich Mann, Rajul im Arabischen hat eine große Bedeutung. Du, der du dich Mann nennst,
der du eine Frau von ihrem Elternhaus zu dir geholt hast und diese Frau hat ihr altes Leben für dich aufgegeben und diese Frau, die dir eine Stütze ist und diese Frau, die dein Zuhause wohl bewahrt, während du weg bist und diese Frau, die dein Antlitz und deine Ehre schützt, wenn du weg bist und diese Frau, die alles für dich tut und alles geopfert hat, die zu Hause bei dir ist. So leichtfertig gehst du und nimmst dir mal die eine und machst Mut'a mit der und machst Mut'a mit der. Deswegen sagen die Gelehrten, einer von ihnen ist Ayatollah Sayyid Kamal Haidari. Er sagt, wenn deine Ehe glücklich ist und deine Frau absolut perfekt ist und es gar keine Probleme gibt, dann mach das nicht, dann gibt es keine Notwendigkeit dafür. Denn eine weitere Eheschließung zerstört den Hausfrieden und das ist heiliger. Den Hausfrieden zu wahren und die Psyche deiner ersten Frau zu wahren, ist heiliger als alles andere. Mach das nicht. Heirat keine, sei es Mut'a, sei es andere Eheschließung, sei es auch eine Dauerehe. Mach das nicht. Die Ahlul Bayt a.s. wollten das nicht von uns, dass wir, nur weil bestimmte Rahmen gesetzt wurden, dass wir diese sofort missbrauchen und ausnutzen. Die Ahlul Bayt sagen, wichtig für euch ist der Hausfrieden. Und ich hatte diesen Aspekt öfters erwähnt, Sheikh Dr. Muhammadi hat es gesagt, nämlich der Heilige Koran, wenn er zu Mann und Frau kommt und sagt, wir haben euch aus einem Ton erschaffen, liteskunu ilayha, liteskunu es sukun, also damit ihr ihnen beiwohnt. Der Islam fordert, dass Mann und Frau eine harmonische Bindung miteinander eingehen in einem Haushalt. Die Ahlul Bayt sallallahu alaihi wasallam haben gesagt, wenn also der Hausfrieden gestört wird und die Psyche deiner Frau gestört wird, dann mach das nicht. Sei froh, dass du solch eine ehrenhafte Frau hast, die zu Hause ist und die auf dich aufpasst. Und pass bloß auf, dass du dies nicht zerstörst aufgrund einiger Minuten, die du dann mit einer bestimmten Frau schließt. Das haben die Ahlul Bayt immer höher gehalten als alles andere. Jetzt mag man sagen, okay, wofür ist dann die Zeitehe da? Wofür ist dann die Zeitehe da? Wenn wir sagen, okay, Dauerehe und fertig. Die Ahlul Bayt a.s. haben gesagt, ja, okay, soweit, so gut. Wenn also die Ehe perfekt ist, glücklich, es gibt keine Notwendigkeit dafür, dann macht es nicht. Wann ist aber die Zeitehe da? Die Zeitehe haben die Ahlul Bayt a.s. als eine Art Ausgang oder Notfallsituation gemacht. Inwiefern? Beispielsweise, man ist mit einer Frau verheiratet. Diese Frau hat aber beispielsweise kann keine Kinder bekommen. Oder sie ist schwer krank beispielsweise. Und anstatt, dass ich sie verlasse, haben die Ahlul Bayt oder hat der Islam die Möglichkeit gegeben, dass man eine zweite Frau heiratet, ohne dass man die erste verlassen muss oder soll. Weil wenn man sie verlässt, hat sie dann keinen mehr, der sich um sie kümmert. Und wenn man weiß, sie bekommt keine Kinder, wird sie auch keinen oder nicht so schnell einen Mann finden. Und eines der Rechte des Mannes ist es, oder und des Mannes und der Frau, dass sie eine Nachkommenschaft haben. Das heißt, der Mann ist nicht unbedingt oder muss nicht dafür bestraft werden, wobei das nicht der richtige Begriff ist, dass er keine Nachkommenschaft bekommt, weil seine Frau beispielsweise keine Kinder bekommen kann. Hier haben die Ahlul Bayt gesagt, okay, es ist möglich, dass du eine zweite Frau heiratest und dass du von ihr dann Kinder bekommst beispielsweise, aber du bleibst dann mit der ersten, du kümmerst dich dennoch um die erste und du behandelst beide gleich. Keine Unterscheidung zwischen den Ehefrauen, die man dann hat. Daher sagen wir, steckt die Anhänger der Ahlul Bayt, salatullahu wassalamu alaihim, nicht in einer Schublade. Nur weil es manche gibt, die dieses Prinzip missbrauchen, heißt es nicht, dass es falsch ist. Ich kann ein Messer haben, ich kann mit diesem Messer Leute abstechen, Leute töten, aber ich kann mit dem gleichen Messer auch gleichzeitig Brot schneiden und an die Armen verteilen. Es kommt darauf an, wie ich es benutze. Daher seien wir nicht leichtfertig, nur weil manche Personen ein gewisses Prinzip falsch verstehen oder falsch ausführen, dass wir dann sagen, dieses ganze Prinzip schmeißen wir dann weg. Dieses ganze Prinzip ergibt gar keinen Sinn. Sag nicht, es ergibt keinen Sinn. Sag, ich versuche die Weisheit dahinter zu verstehen, was es genau damit auf sich hat. Und die Ahlul Bayt a.s. sagten immer, wenn zu euch etwas kommt, was ihr nicht versteht, dann leugnet es nicht, sondern sagt, wir verstehen es nicht. Wir versuchen es zu verstehen, aber leugnet es nicht direkt. Denn wenn ihr falsch liegt, dann leugnet ihr etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala als erlaubt erklärt hat. Was der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alihi als erlaubt erklärt hat. Was die Imame der Ahlul Bayt als erlaubt erklärt haben. Daher, die Zeitehe ist eine legitime Form der Eheschließung im Islam, in der Reschule der Ahlul Bayt. Es gibt manche Menschen, die es falsch benutzen, die es missbrauchen. Diese Menschen belehren wir, genauso wie wenn wir jemanden sehen, der falsch betet, den belehren wir. Den sagen wir nicht gleich, du Kafir, du gehst in die Hölle, du betest falsch oder du nutzt es falsch.
Die belehren und sagen, Bruder, pass auf, so ist das nicht gedacht. Du missbrauchst gerade eine Sache, die der Islam gebracht hat, für diese und jene Zwecke. Und du missbrauchst das gerade deutlich und direkt. Und auf die Antwort anderer Rechtsschulen uns gegenüber, wenn sie sagen, Mut'a, Zeit, ihr alle in eine Schublade stecken, wir sagen, das gleiche Spiel können wir auch machen. Das gleiche Spiel können wir auch machen. Genauso wie ihr uns Sachen vorwerfen könnt, können wir genauso eure Bücher aufschlagen und Sachen raussuchen und euch vorwerfen und alles Sunniten in eine Schublade stecken. Aber das machen wir nicht. Wenn ihr wüsstet, was man finden kann, wenn man die Bücher durchstöbert, eine Überlieferung nur. Damit man weiß, was auch in den anderen Büchern zu finden ist. Wir sagen uns los von diesen Überlieferungen oder dass ein Sunnite an diese Überlieferung glaubt, die ich jetzt anführe. Aber was lesen wir beispielsweise in einer sunnitischen Überlieferung? Dort heißt es, dass gefragt wurde, wenn ein Mann Verkehr mit einem, tut mir leid jetzt, aber das ist wirklich, damit ihr seht, was für Unsinn in manchen Büchern steht. Auch in unseren Büchern gibt es viel Unsinn, ohne Zweifel. Deswegen sagen wir, es gibt kein Sahih-Werk. In der Überlieferung heißt es, wenn ein Mann Verkehr mit einem Schaf hat und daraus entsteht ein Kind, dürfen wir hinter dem Kind beten oder hinter dem Mann, was dann erwachsen wird, beten? Die Antwort lautet ja. Und dann die nächste Frage, an Eid al-Adha dürfen wir es schlachten? Ja. An Eid al-Adha, weil es von einem Schaf kommt, dürfen wir es am Eid al-Adha schlachten. Wir sagen, halt, lasst uns fern von diesen Überlieferungen, von diesem Schwachsinn bleiben. Wir sagen, kein Sunnite glaubt an sowas. Lasst uns auf einer vernünftigen, intellektuellen und Weise bleiben. Lasst uns diese Sachen rausnehmen. Auch wenn wir unsinnige Überlieferungen in unseren Werken haben, dann heißt es nicht, dass wir daran glauben. Deswegen sagen wir, die Hadith-Wissenschaft ist etwas Großes, was nur den erhabenen Gelehrten obliegt. Lasst uns also auf dieser vernünftigen Ebene bleiben. Macht uns keine Vorwürfe. Schmeißt nicht mit wilden Begriffen gegen uns, von wegen Mut'a sei Prostitution und ihr wollt dies und jenes machen. Wir können genau das gleiche Spiel machen, aber wir enthalten uns. Wir sagen, wir wollen eine Einheit unter den Muslimen. Wir haben größere Feinde, wir haben größere Probleme derzeit. Alhamdulillah, gibt's genug. Wir müssen jetzt nicht uns gegenseitig noch die Köpfe einschlagen. Lasst uns auf unsere Gemeinsamkeit beharren. Wenn wir Meinungsunterschiede haben, schön und gut, jeder kann auf seine Meinung beharren. Dazu gibt es absolut kein Problem. Und wir haben gesagt in unserem Vortrag, zur Shia-Sunna-Einheit, wie Imam Sadiq salatullahi wassalamu alayhi mit den Sunniten oder mit anderen Meinungen umgegangen ist. Mit der Meinung von Abu Hanifa umgegangen ist. Sein eigener Schüler, der eine andere Meinung als er hatte. Und er hat diese Meinung dennoch respektiert und bewahrt. Deshalb wollen wir auf dieser Ebene bleiben. Wenn wir uns jetzt aber die äquivalenten Formen der Eheschließung in anderen Rechtsschulen anschauen. Die Zeitehe ist bei den Schiiten ohne Zweifel erlaubt. Bei den Sunniten ist die Zeitehe verboten. Aber was gibt es dort für Eheformen? Eine Eheform lautet Misyar-Ehe. Schlagt es heute nach, wenn ihr zu Hause ankommt, in Google Misyar, tippt ein, was das ist. Die Misyar-Ehe ist eine Eheform, die für den Mann erlaubt ist, wenn er auf Reise ist, dass er für eine bestimmte Zeit eine Eheschließung mit einer Frau schließen darf und dann wird diese Bindung aufgehoben und er kehrt dann zurück. Und Mut'a ist haram? Das ist erlaubt und Mut'a und Zeitehe ist verboten? Misyar, Urfi-Ehe. Was ist die Urfi-Ehe? Die Urfi-Ehe besagt, wenn ein Mann und eine Frau heiraten wollen, aber der Mann ist noch nicht so wohlhabend oder die Eltern sind sich noch unschlüssig, dann können Mann und Frau für eine bestimmte Zeit im Geheimen heiraten, bis die Eltern es erlauben oder bis der Mann wohlhabend ist und dann heiraten sie richtig. Und Mut'a ist verboten? Und die Zeitehe ist verboten, während die zwei erlaubt sind. Wir sehen also, am Ende gewinnt immer die Weisheit von Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Man versucht, die Zeitehe, Mut'a, weil es in diesem Wortlaut erlaubt wurde vom Gesandten Gottes im Koran. Nein, das ist falsch, die Schiiten glauben dran, ungültig, aber wir machen Misyar und Urfi. Aber letztendlich im Prinzip ist es genau das Gleiche. Nur damit wir nicht zugeben, wir machen das, was die Schiiten machen. Daher müssen wir wirklich darauf aufpassen und diese zum einen verstehen, was Zeitehe ist, zum anderen auf diese Behauptungen antworten können, dem anderen erläutern können, was es genau damit auf sich hat. Und wenn, dann richtig verwenden. Beispielsweise, wir haben jetzt einige Formen erwähnt, wo man die Zeitehe verwenden kann. Wo kann man es noch verwenden? Beispielsweise. Eine Form, die in der Gesellschaft vollkommen totgeschwiegen wird oder quasi nicht existent ist, aber die ziemlich hilfreich sein kann. In der Verlobungsphase beispielsweise. Wer sagt, dass in der Verlobungsphase eine Zeitehe verboten ist oder als Tabu gilt?
Ja, das liegt immer so daran, weil wir so oft angegriffen wurden bezüglich diesem Thema, hat sich bei uns innerlich eine Anti-Haltung eingestellt. Entweder weil wir es nicht verstehen oder weil wir so oft damit konfrontiert wurden und nicht antworten konnten, dass wir vom Gegenargument überzeugt wurden. Und das ist unser Verschulden, weil wir nicht gelernt haben, was die Lehre des gesamten Gottes und der Ahlul Bayt ist. Das ist unser Verschulden in erster Linie. Beispiel: Ein Mann und eine Frau wollen heiraten. Sie wollen sich kennenlernen, aber entweder über 10 Wände reden, ja, wie es in manchen Kulturen so ist, dass man nur in manchen Fällen reden kann, nur wenn die Eltern dabei sind und so weiter und manchmal, und dann, yalla, sofort heiraten, sofort in eine Wohnung stecken. Und dann fängt es an mit den Problemen. Eine Form beispielsweise ist, dass man in dieser Verlobungsphase eine Zeitehe angeht. Wieso? Die Zeitehe, der Vater kann alle Bedingungen selber setzen. Er sagt, das dürft ihr nicht. Das könnt ihr machen, das macht ihr nicht. Er setzt die Formen oder die Bedingungen der Zeitehe ein. Und jetzt könnt ihr zusammen rausgehen, ihr könnt zusammen das machen, jenes und euch in Ruhe kennenlernen, ohne Druck, ohne sonst irgendwas. Und dann, wenn man dann die Ehe eingeht, hat man auch diese innere Sicherheit, dass man auch die richtige Person hat und dass diese Ehe nicht nach einigen Jahren oder Monaten schon scheitert. Ja, bisher wirklich jeder Gelehrte, den ich gehört habe in einem Vortrag, wenn er über Ehe spricht, dann sagt er, die Scheidungsrate wird immer höher und höher. Die Scheidungsrate ist so und so gestiegen. 4 Scheidungen und eine Hochzeit und so weiter und so fort. Wieso? Weil zum einen Mann und Frau nicht über ihre Rechte und ihre Pflichten informiert sind und zum anderen, weil sie sich nicht ausführlich kennengelernt haben. Deshalb gibt es in manchen Kreisen, ist es eher so, Mann und Frau dürfen nicht heiraten, außer beispielsweise ich weiß jetzt nicht, ob es bei manchen christlichen Kulturen so ist, bei manchen Kulturen ist es so, Mann und Frau dürfen nicht heiraten, außer sie gehen zu einem Geistlichen und er erklärt beiden, was ihre Rechten und Pflichten sind, dann erst dürfen sie heiraten. Wieso machen wir sowas nicht? Wenn es eine Ehe ist, stattdessen 10.000 Euro ausgeben für eine Party, die nach einem Tag vorbei ist. Holt euch einen guten Gelehrten, der erstmal mit dem ihr euch zusammensetzt und der euch erklärt, was die Rechte und Pflichten in der Ehe sind. Damit der Mann weiß, welche Pflichten er hat gegenüber der Frau und damit die Frau weiß, welche Pflichten sie gegenüber dem Mann hat. Aber die Gesellschaft verändert sich und so ist das dann nun mal so den Lauf genommen. Eventuell haben wir das auch so ein bisschen von den älteren Generationen mitgetragen, aber es liegt jetzt in unserer Hand. Wir sind hier aufgewachsen, wir kennen die Zeit und den Ort hier am besten. Imam Sadiq salatullahu salam alayhi sagte selber, die Jugend ist ihrer Zeit näher als ihren Vätern. Wir sind hier aufgewachsen, wir kennen diese Zeit. Ein Gelehrter, der vom Libanon oder Irak kommt, der kennt nicht die Situation, die hier ist. Der weiß nicht, welche Gefahren die Jugendlichen tagtäglich ausgesetzt sind. Er kennt das nur so, dass es nur Moscheen gibt, alles schön getrennt, alles schön brav, Frauen alles schön bedeckt. Daraus kommt er und will uns sagen, wie wir uns dann hier verhalten. Das ist schwierig. Das ist nicht die Schuld des Gelehrten, um Gottes Willen. Aber das sagt, auch wir müssen langsam aktiv werden. Wir dürfen nicht immer diese passive Haltung einnehmen. Sitzen, hören und dann rausgehen und keine Gedanken machen. Wenn keiner diese Arbeit für uns übernimmt, dann müssen wir diese Arbeit übernehmen, bis wir inshallah irgendwann wirklich hochrangige Gelehrte haben, die hier aufgewachsen sind, die vielleicht eine Zeit lang weg waren, zurückkommen, die Situation hier kennen und uns dann genau sagen können, wie das Ganze zu laufen hat. Und ich bin mir sicher, wenn es solch einen Gelehrten geben würde, der hier in Deutschland beispielsweise ist, der alles studiert hat, der würde sagen, Zeitehe zwischen Mann und Frau, bevor sie heiraten, ist das Beste, was man machen kann. Der Vater setzt die Bedingungen, ihr dürft beispielsweise nicht dies und jenes machen, aber alles andere ist erlaubt, lernt euch gut kennen, wenn ihr beide sicher seid, dann können wir die Ehe machen, dann können wir die Ehe schließen. Wo ist das Problem dabei? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Daher zusammenfassend, um nicht die Konzentrationsschwelle zu überschreiten. Es heißt ja, nach 90 Minuten ist die Konzentration immer ganz unten. Wir haben jetzt ungefähr 90 Minuten erreicht. Daher nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die Zeitehe ist eine legitime Form der Eheschließung im Islam und speziell in der Rechtsschule der Ahlul Bayt. Der einzige Unterschied, Zeitehe, Dauerehe, bei der Zeitehe wird eine Zeit vorher festgesetzt für die Eheschließung. Alles andere bleibt gleich. Die Brautgabe bleibt gleich, das Einverständnis des Vaters bleibt gleich, wenn die Frau Jungfrau ist. Natürlich gibt es manche Ausnahmen, wenn die Frau selbstständig ist und arbeitet und Geld hat und Geld bezieht, dann gibt es manche Fälle, wo das Einverständnis nicht notwendig ist. Diese ganzen Bedingungen bleiben erhalten. Nicht nur in der Rechtsschule der Ahlul Bayt gibt es das, nein, auch in anderen Rechtsschulen ist Zeitehe eine legitime Form. Sie war legitim
von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi, bis der zweite Khalif sie verboten hat. Wir sagen, wir folgen immer noch der Sunna des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi, dass es erlaubt ist. Aber was ganz wichtig ist, nicht alles, was erlaubt ist, ist wajib. Nicht alles, was halal ist, ist wajib. Nur weil es erlaubt ist, heißt es nicht, dass man es unbedingt machen muss. Wenn es wirklich diese Fälle und Notwendigkeiten gibt, wo es sinnvoll ist, dann kann man es machen. Ansonsten, wenn man eine Stütze, eine Rose zu Hause bei sich hat, dann gibt es keinerlei Gründe, dies zu zerstören, die Psyche der Frau dadurch zu zerstören, den Hausfrieden zu zerstören. Belasst es dabei und erkennt den Wert dieser Frau, die ihr zu Hause habt. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala Ali Bayti al-Tayyibin al-Tahirin. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala Muhammad.